So, hallo Leute, herzlich willkommen zurück. Wir müssen auf der Erde zu diesen Koordinaten. Ist ja nicht weit weg. Können wir direkt von hier losstarten? Ja, komm. Egal, das haben wir jetzt schon 10.000 Mal gemacht. Fluch des Osiris, unsere erste Aufgabe, empfohlenes Power Level 200 haben wir, glaube ich, ne? Puh, dafür startet dann sogar eine nächste Videosequenz, so wie es ausschaut. Ladebildschirm. Zurück ins Weltall. Ladebildschirm. Die Koordinaten, die Bruder Vance uns gab, liegen jenseits des Dorfs. Hawthorns Kundschafter haben das Gebiet während der Roten Schlacht untersucht. Hier gibt es keinen Tempel, nur einen alten Funkturm. Hab Vertrauen, Ikora. Ich glaube, wir müssen da einfach reinrennen. War ich hier schon mal? Ah ja, waren wir bei einer der letzten Missionen. Danke für den schweren Moskito. Sind die Anhänger denn genauso leidenschaftlich wie Bruder Vance? Du meinst wohl fanatisch. Ja, sie befolgen Osiris Anschauung. Sie kannten diesen Mann nicht so gut wie ich. Doch sie sind unsere beste Chance, Sagira wiederzubeleben. Ich glaube, das war Sinn und Zweck der Sache, hier so ein Moskito mitzunehmen. Bei den ganzen Goldenen. Das Ding ist so overpowered. Was geht ab? Bong. Oh, hallo Panzer. Nicht nur Panzer, sondern auch noch so eine komische Schlange. Quatsch, so ein... Wie soll man es nennen? Spinne? Läufer? Läufer. Muss ich da hoch? Muss ich es besiegen? Wir kennen die Taktik ja. Immer schön auf die Beine und dann in den Hinterkopf. Aua. Ja, ich glaube, das Ding ist so gut wie erledigt. Um den Rest brauchen wir uns nicht zu kümmern. Passt schon. Ich würde ungern mit denen tauschen, die hier draußen leben. Osiris würde das als Prüfung bezeichnen. Wenn seine Anhänger hier nicht überleben können, dann waren sie es sowieso nicht wert. Freundlich. Sniper. Hinüber. Da kommen noch ein paar dazu.
Ach, im Grunde können wir ja nebenbei hergehen. Autsch, 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 was? Ach so, die waren unsichtbar, deswegen. Jetzt sind sie auf jeden Fall tot. Wir nehmen uns mal eine neue mit. Die alte hat ausgedient. Oh, auf einmal Stille. Oh, verdammt, es ist keine schwierige, schwere mehr. Vielleicht ist meine ja noch hier. Ich glaube, die hört gleich wieder auf zu brennen, oder? Ja, oder auch nicht. Egal, ziehen wir durch. Wird schon werden. Das Schöne an der Schweren ist halt, da kann man schießen, solange man will. Die hört niemals auf. Das ist wirklich nur ein Funkturm. Und die Gefallenen waren zuerst hier. Das hat man davon, wenn man an Osiris glaubt. Na gut. Bombardieren wir das ganze Gebäude halt. War hier nicht eben irgendwo ein Servietor oder so? Wo ist der hin? Ah, da. Na, wo seid ihr? Kommt raus, kommt raus. Ein kleiner Geächteter ist verblieben. Oh, komm schon. Wie siehst du seinen kleinen Funkturm verteidigt? Hier? Oh, hi. Oben geht der Spaß weiter. Was? Wer ist wo? Oh, wow. Da. Jemand zu Hause? Ah nee, auf der auf der Höhe hier. Ah. Oh. Oh, die Armen. Ha, toll. Die Anhänger. Wir sind zu spät. Dann platzieren wir mal die Hülle der Osiris. Lass mich das mal näher anschauen. Das ist stark modifizierter Vextech. So etwas habe ich noch nie gesehen. Ich will mal was versuchen. Warte. Es passiert etwas.
Was? Geht da vor sich. Wow, neue Höhle. Wer, du hast mich gerade ernsthaft in eine komische Maschine gesteckt, die du noch nie gesehen hast? Wer macht denn sowas? Sagira. Ikora, wunderbar. Bin froh, dass es dich noch gibt. Wir müssen los, sofort. Osiris steckt ganz schön in der Klemme, wie immer. Und ich muss... Warte, wo sind wir? Wer bist du? Ach, egal, wir müssen zu Merkur. Und keine Sorge wegen deinem Geist. Wir teilen gerade. Er kommt zurück. Okay, sehr gut. Wir werden rausgewappt. Wollte schon sagen, dass wir jetzt den Geist verloren haben. Das wäre echt merkwürdig gewesen. Aber jetzt haben wir eine weibliche kleine Geistin bei uns. Und raus hier. Wir müssen zu Merkur. Wir haben nicht mal die Auswahl. Passiert einfach. Oh, ist nicht mal so eine lange Reise diesmal. Merkur ist der Sonne am nächsten. Osiris hat etwas im Immerforst gesehen und das hat ihm Angst eingejagt. Nichts jagt ihm Angst ein. Wir müssen ihn finden. Osiris könnte überall sein. Mit den falschen Koordinaten werdet ihr da nie rauskommen. Ich weiß, dass ich es schaffen kann. Osiris ist da drin, um uns vor den Vex zu beschützen. Er braucht uns. Er braucht mich. Und wir werden ihn finden. Lampen. Okay, dann wollen wir mal in dieses lustige große Dreieck reinhüpfen. Oh, da wären wir. Scheint aber nicht so, als wäre jemand zu Hause. Ist das nur ein Tunnel? Nice. Der Vorhof, Glasfelder. Oh. Wo man weiß, dass die ganzen Steine wegbrechen können, ist schon ein bisschen naiv, einfach so vertrauenswürdig durch irgendwelche Welten zu hüpfen, die sich jederzeit einfach auflösen könnten und man fällt ins Nichts. Aber man kann ja durch seinen Geist wiederbelebt werden. Sehr gut. Krass, wie das hier aussieht. Hallo? Hallo. Okay, wir müssen höher. Viel höher. Osiris hat sich Technologie aus dem Forst zunutze gemacht. Wir werden seinen Spiegelbildern begegnen. Es sind Kopien seiner selbst. Damit kann er mehrere Pfade gleichzeitig erkunden. Und ja, mir ist bewusst, dass Osiris dadurch wie ein Egomane aussieht. Aber keine Sorge, das ist er auch tatsächlich. Müssen wir denn hin? Einfach weiter hoch? Wo sind denn jetzt die Kopien seiner selbst? Oh. Schießen? Osiris muss hier irgendwo sein. Oh, wir müssen höher. Du solltest nicht hier sein. Und du hast jemand Neues mitgebracht. Wer? Oh, die. Das wird dich von den Socken hauen. Sie ist eine Freundin von Ikora. Hm, sehr nett. Wir müssen hoch. No. Sagira ist zurückgekommen. Ist ja witzig. Osiris hat dich zu deiner eigenen Sicherheit weggeschickt. Deine Gegenwart hier setzt alles aufs Spiel.
Tja, Pech gehabt. Er braucht mich. Aber er will doch nicht, dass sie hier ist. Es breiten sich neue Zeitachsen aus. Wir müssen Spiegelbilder erschaffen, um sie zu erkunden. Ah, okay. Ich dachte, wir müssen in den Strahl springen oder so. Es ist fast zu spät. Was ist denn fast zu spät? Seltsamer Kauz. Was meinst du mit zu spät? Etwas muss schiefgegangen sein. Wo ist der echte Osiris? Du kannst nicht zu ihm gehen, Sagira. Was? Was hat er gefunden? Was kann so schlimm sein, dass es Osiris Angst machen würde? Dies ist der Immerforst. Eine Vorhersagungsmaschine in der Größe eines Planeten, die Trillionen Realitäten gleichzeitig simulieren kann, um einer Wex-Absicht zu dienen. Hast du noch mehr zu sagen? Und ihr werdet sehen. Na gut, dann finden wir aus. Wir simulieren hier drin die Realität und erzwingen die Zukunft. Und um eines vorwegzunehmen, alles hier ist real genug, um tödlich zu sein. Boah, komm her. Auch real genug, mir Loot zu geben. Oh, eine Axt ist ab hier. Na toll. Auf jeden Fall gibt's Muni, das ist sehr, sehr gut. Tür öffnen. Oh, hi. Toll. Gerade nicht mehr so treffsicher. Wo ist es hin? So. Na toll. Muni ist leer. Blockiert der Forst einen Pfad. Schalte den Dämon aus, der die Simulation steuert. Dann sollte sich die Tür öffnen. Dann wollen wir mal. Ist er das? Stimmt nicht. Tja. Das scheint er gewesen zu sein. Wow. Da ist ein bisschen Muni. Tür offen. Okay, wir müssen doch hier lang. Hi. Okay, die Welt baut sich weiter auf. Sehr gut. Oh, hallo, Harpier.
Solange sie sich danach auflösen, ist alles cool. Was? Oh shit. Okay. Die Dämonen sind auch besiegt. Nächste Türe. Oh. Ich trage schon die gleichen Waffen ziemlich lang mit mir rum. Ich mag's aber. Sie müssten nur stärker werden, so langsam. Verdammt. Ein Schuss noch. Na, toll. Da liegt ein Engramm. Da kommen wir auch gleich bestimmt dran vorbei. Ja, doch, sieht so aus. Ist auf jeden Fall cool, die Welt hier. Wir sind aber auch gleich schon da, wenn ich das richtig sehe. Oh, hi. So, wir müssen die Türe hier öffnen. Hätte ich auch wahrscheinlich rüberspringen können. Sieht zumindest so aus. Gut, da wären wir. Wow. Das ist so cool, wie die Zeitwellen hier durchwuseln. Simultanvergangenheit, die Glasfelder. Zunächst werde ich euch zeigen, wo alles begann.